Willkommen zurück zu Bowser's Fury. Im letzten Part haben wir die Glutgetriebeinsel angefangen und diese wollen wir jetzt auch zu Ende bringen. Bevor wir dann auf diese Hauptinsel dort drüben gehen, auf diese Hauptlava-Insel, da habe ich auch schon mega Bock drauf und einfach nur, weil es gerade passt, drehen wir jetzt nochmal um. Und holen uns erstmal eine andere Insignie. Und zwar diese dort drüben. Ich hoffe, die Fury wird nicht abgebrochen. Nein, wird's nicht. Denn hier drüben gibt es noch Wutblöcke. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich meine hier drüben. Neben dem Schiff liege ich damit richtig. Hier oben, jawohl. Ja, alles klar. Gut, damit ist das Auftakt-Eiland abgeschlossen. Und wir können jetzt endlich mit der Glutgetriebeinsel weitermachen. Hätte ich das gewusst, dass die Fury sich so früh aktiviert, hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst den Part da drüben begonnen. Bei der Glutgetriebeinsel. Aber, naja, was soll man machen? Kann man ja nicht wissen. Hä? Okay. Ich habe 10-mal drauf gedrückt, aber er wollte nicht. Ich dachte, es gibt jetzt noch ein Power-Up. Anstatt die Insignie. Aber anscheinend nicht. Ja gut, dann nehmen wir halt eins aus dem Inventar. Und ich merke gerade, der Sound hört sich schon wieder komisch an. Ich muss mal schauen, ob man das in der Aufnahme hört. Und wenn nicht, dann weiß ich auf jeden Fall beim nächsten Mal Bescheid, aber ich muss die Aufnahme leider nochmal beginnen. Alles klar, da bin ich wieder. In der Aufnahme hört man zum Glück nichts, das heißt, es ist irgendein Problem mit meinem Audio-Setup hier. Ich dachte erst, es liegt vielleicht an der Aufstellung meiner, naja, HDMI-Kabel. Ich habe nämlich so eine kleine Konstruktion hier, dass ich den Rechner und die Switch aufnehmen kann mit der Capture Card. Aber es liegt zum Glück einfach nur irgendwie hier an meinem Lautsprecher. Muss ich wann anders schauen, woran das genau liegt. Aber Hauptsache ist, wir können jetzt erstmal weiter zocken. Es geht wieder auf die Glutgetriebeinsel, wo wir den Schlüssel zum Käfig holen müssen. Irgendwie fände ich das cool, wenn auch eine Katze drin sitzen würde. Weil so Katzenkäfig und so, dann wird das auch ein bisschen Sinn machen. Oder vielleicht so eine goldene Katze, die einem dann halt so eine Insignie gibt. Aber einfach nur eine Insignie da in so einem Käfig eingesperrt. Finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich finde das passt nicht wirklich. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde das passt nicht. Mario, kannst du springen? Dankeschön. Und natürlich muss Bowser jetzt auch schon wieder nerven. Ist klar. Ah, wo kann man denn hier hoch? Hallo. Boah, Bowser, entspann dich. Ja, freu dich halt. Ja, gut. Fails passieren. Wäre auch ein bisschen langweilig ohne. Aber es war schon irgendwie unnötig, oder? Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich glaube, ich war immer noch so ein bisschen
getriggert davon, dass der Controller wieder abspackt. Weil ihr habt ja selbst gesehen, Mario hat nur so eine, keine Ahnung, keinen wirklichen Jump ausgeführt. Er hat halt so einen kleinen Sprung gemacht, aber das war's dann auch. Und der Typ hat sich mal kurz selber umgebracht. Ja. Aber sein müssen hätte er es trotzdem nicht. Na gut. Dann schauen wir mal, wo der Schlüssel ist. Wahrscheinlich wieder am Ende. Und Moment. Das heißt, wir müssen auch zurückgehen, ne? Wir müssen dann wieder den ganzen Weg mit dem Schlüssel in der Hand zurücklaufen. Ja, das war jetzt besser gelöst. Schon da auf die Seite draufstellen und dann einfach auf die Treppe springen. Ja, und hier müssen wir jetzt hoch. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich den Knopf losgelassen. Ist nicht gut. Okay. Wunderbar. Ich würde gerne direkt hinten auf die Plattform springen. Genau so. Wunderbar. Dafür muss halt nur eine Plattform da sein. Oh, guter Zeitpunkt. Und da habe ich lautstark eine Nachricht bekommen. Hört man wahrscheinlich im Video, also Entschuldigung. So, wunderbar gelöst. Und da haben wir sie. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Natürlich muss ich während der Aufnahme tausende Nachrichten bekommen. Aber was soll's. Muss ich halt dran denken, das nächste Mal auszustellen. Und? Das war erstmal die letzte. Ich wollte eigentlich noch wirklich die letzte Aufgabe machen. Also die fünfte. Aber die wird mir leider noch nicht angezeigt. Also müssen wir dann hier drüben weitermachen. Wo wir dann auch wieder die Kätzchen suchen können. Einen Moment. Kann es sein, dass da oben eine Katze ist? Weil man könnte ja theoretisch über die Röhren auch hier hingelangen. Also, wenn man drüber läuft. Ich denke, die Röhre ist nicht ohne Grund so ausgerichtet. Oder war das jetzt wegen einer vorherigen Aufgabe? Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. Ich überprüfe es einfach schnell. Und dann sind wir gleich schlauer. Also man musste, glaube ich, wegen dem Schlüssel, musste man über die Röhren da drüben laufen. Aber die Röhre da hinten ist halt so komisch, schräg. Ich denke nicht, dass es ohne Grund ist. Jetzt aber. Ah, Moment, wenn Bowser jetzt... Oh, nee. Dein Ernst? Ja... Also wenn da einer dabei war, dann können wir es auf jeden Fall nicht mehr sehen. Weil sich die Fury aktiviert hat. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt, ne? Immer
ist echt, irgendwie ist es relativ häufig so, dass sich das Ding zu einem ungünstigen Zeitpunkt aktiviert. Fast schon so, als wäre es absichtlich. Und diesen Teil der Insel... Ja, okay. Diesen Teil der Insel kennen wir jetzt tatsächlich noch gar nicht. Hinfort, Katzenbulli-Prinz. Katzenbulli, oh nee. Okay, ich wollte mir gerade ein Item eigentlich nehmen. Aber ich lasse das ausnahmsweise mal. Weil wir auch hier Items sammeln können. Und ich, ja, gerne erst den Pilz benutzen würde. Oder die Pilze. Und ich glaube, das ist jetzt ein echt guter Zeitpunkt, um die Dinger mal wegzuhauen. Ja, komm, Bowser, hilf mir, hier Münzen zu sammeln. Und dann hau ab. Boah, kriegt man... Okay, danke. Kriegt man einen Boost davon? Das ist krass. Oh, das war... Ja, okay. Das war knapp, wollte ich sagen. Aber dann kommt einfach die Feuerstange daher. Und schlägt mir ins Maul. Ich dachte, da wäre jetzt wenigstens mal ein Item drin. Oh, okay. Hier kann ich die Perspektive nicht wechseln. Also muss ich so hier durch. Aber klappt auch ganz gut. Spring mir halt ins Gesicht. So. Kann er... mal aufhören. Ich meine, die Insel ist schon schwierig genug. Da braucht er nicht noch Faxen machen hier. So. Ich gehe mal hier rein. Wo bringt mich das hin? Kann ich wieder zurück? Ja. Zum Glück. Ist das jetzt so ein Shortcut? Oder wäre die Röhre wieder weggegangen? Hätte ich sie nicht nochmal aktiviert. So, schnell durch. Auf die Münzen habe ich jetzt keinen Bock. Und was ist da? Ist da was? Ja, hier ist was. Ein Katzeninsignienstück. Okay. Das ist krass. Ah. So, jetzt. Das war ein schweres Ding. Und kann ich Bowser Jr. sagen, er soll die Dinger kaputt kloppen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann mir hier so einen Katzenanzug nehmen. Und das selber machen. Und hier hinter ist das fünfte Katzeninsignienstück. Zwar nicht für uns, aber laut der Reihenfolge. Komisch, dass ich das erste nicht gefunden habe. Oh. Ja, okay, tschüss. Ach, die werden nicht zerstört. Ja, na gut. Das sieht mir sehr nach einer Arena aus. Ach so, wegen dem... Ja, okay. Der Katzenbully ist hier. Und der wird durch die Arena nicht wirklich... durch die Fury, meine ich.
Die Arena wird durch die Fury nicht gerade vereinfacht. Hau ab. Wo kommt er raus? Ach, da. So, zweiter Hit. Ah. Und gleich der dritte hinterher. Bam. Schöne Münzen. Und ebenso hinfort. Mit dir, Bowser. Hau ab. Kein Bock auf dich. Und der Bereich wird hier freigelegt. Heißt, wir können jetzt frei erkunden. Oh! Und hier ist eins der Kätzchen. Ja gut, ich leg dich erstmal ab. Einfach gegen die Wand geworfen. Dieser Leuchtturm hat einen letzten Tipp für dich. Hast du ja schon die Rubrik Hilfe angesehen? Dort kannst du herausfinden, wie man Spezialaktionen ausführt. Nützliche Informationen erhalten und die Grundlagen des Spiels erlernen. Das sagst du einem jetzt? Ja, letzter Leuchtturm. Übrigens, hier die Grundlagen des Spiels. Die findest du unter der Rubrik Hilfe. Ja, danke. Ja, ich will da schon hoch. Gut. Es gibt hier einen weiteren Pilz. Gut, die haben wir jetzt am laufenden Band weggehauen, also ist auch mal wieder gut, welche im Inventar zu haben. Und die Katze können wir uns hier direkt mitnehmen. Was gibt's da unten? Ja, okay, für eine Bumerangblume gehe ich jetzt nicht extra nochmal runter. Sondern ich bringe erst die Katze weg und wenn sie da gleich immer noch ist, dann können wir uns die ja noch gönnen. So, vierte Katze. 4 von 5 und wie gesagt, ich glaube die letzte Katze ist oben auf diesem Turm. Da waren wir zwar jetzt schon ein paar Mal drauf, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob die Katze da ist. Und die Bumerangblume ist tatsächlich noch hier. Schön. Wo wollte ich hin? Da. Ja. Da drüben. Oder? Ja, doch. Die Perspektive war nur komisch. Ach, okay. Ja gut, ich dachte, ich kann mich jetzt hochwarpen. Aber nein, ich warp mich zum Anfang hin. Und ich habe eine Idee. Wenn ich hier einfach hochklettere. Ja gut, es reicht nicht ganz. Aber ich glaube trotzdem, dass es das ein wenig vereinfacht. Ja. Zumindest. Ja. Naja. Wenn man mit den Fire Bros Probleme hat, dann kann man damit die Passage überspringen. Aber sonst hilft es nicht wirklich. So. Und jetzt mal schauen, ist die Katze hier? Nö. Hier oben vielleicht? Auch nicht. Und schon wieder Bowser's Fury.
Uncool. Weil Bock habe ich darauf logischerweise nicht wirklich. So, gehen wir mal hier in die Röhre. Und ich werde mir dann überlegen, wo die Katze ist, aber jetzt hier live such. Obwohl, eine Idee habe ich noch, und zwar da drüben auf der Insel. Weil ich glaube, wir haben... Ach so, Moment. Ja, können wir ja sowieso jetzt nicht mehr holen. Ich glaube nämlich, wir haben hier und sonst hier auf dieser ersten größeren Insel und hier hinterher gerade, also gerade eben, haben wir ja Katzen gefunden. Also ich glaube, wir haben dann beim Röhrenturm die Katze schon gefunden und ich habe es einfach nur jetzt vergessen. Und jetzt ist noch hier bei den riskanten Röllchenhöhen. Das ist ein Name, ey. Ich glaube, jetzt ist da noch eine Katze. So, was müssen wir hier machen? Auf Berg Feuerfauch. Ja, aber ohne Bowser. Hallo. Ohne Bowser, sag ich. Wo ist er? Ja, okay. Einmal braucht man ihn und dann geht er einfach direkt wieder. Na gut. Uns fehlt aber noch... Ja, okay. Uns fehlt noch das erste Katzeninsignienstück. Was man anscheinend mit diesem... mit dieser Plattform nachholen soll. Aber ich meine, so geht's natürlich auch. Und wie die Lava hier nicht zu Gestein wird, das ist wieder Nintendo-Logik. Also zu festem Gestein. Dürfte jedem klar sein, dass Lava flüssiges Gestein ist. Und ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Das heißt, hier endet der Part schon wieder. Ich freue mich schon auf den nächsten, wo es dann ganz nach oben auf den Berg geht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.